So, hallo zusammen, schönen guten Abend. Eine Infofolge, eigentlich eine Doppel-Infofolge. Ich wollte keine zwei einzelnen rausbringen. Ganz kurze Info zu Beginn. Der Fallout-Stream Mittwoch, der findet nicht statt und ich werde auch jetzt die nächsten Tage erstmal keine Fallout-Folgen. Dafür sind mir zu viele Sachen dazwischen gekommen. Das ist allein heute schon wieder jenseits von Gut und Böse. Kriege ich nicht hin, kriege ich einfach nicht hin. So, I'm sorry, aber dafür streame ich eventuell, das kündige ich aber dann donnerstags uns an, eventuell streame ich Freitag, Grusel, so, wird sich zeigen. Kann ich aber auch noch nicht sagen, dann kommt dann aber eine Info. Gut, so, der Grund für dieses Infovideo ist eigentlich, der liebe Scammer, will ich es mal nennen, ne? Also, mich hatte ja letzten Samstag vor einer Woche kam mir ja jemand auf die glorreiche Idee, einen YouTube-Kanal anzulegen, der genauso aussieht wie meiner, mit demselben Kanalbanner. Also, ich kann das ja mal eben zeigen: mit demselben Kanalbanner, mit denselben Namen, mit meinem Avatar und sogar mit meiner Kanalinfo. Wahrscheinlich fehlt dir der Teil da unten, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber den Text hat er mit reinkopiert und fing dann ja an, unter meinem Namen Kommentare zu schreiben. Und nicht nur das auf meinem Kanal, sondern er hat auch noch einen anderen YouTuber mit Strafanzeigen in meinen und Runs Namen gedroht. Das ist nicht lustig. Und ja, ich habe ja einen Anwalt eingeschaltet soweit. Ich habe mittlerweile, es ist schon ein bisschen her, aber ich wollte da jetzt nochmal eine Woche ins Land gehen lassen. Ich habe ja ein Bekennerschreiben bekommen. Obwohl ein Bekennerschreiben ist eigentlich, dass jemand auch sagt, wer es war. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben eine Bona-Maschine über mir. Ich weiß nicht, was sie da machen. Es ist wahrscheinlich mit drin. Egal. So. Und den Text kann ich jetzt mal eben kurz zeigen hier. Ich lese ihn mal vor. So, ich habe ihn kopiert, ne? Und die Mail interessiert ja keinen. So, hallo Welkwai, ich denke, du weißt, wer ich bin. Ich habe nachgedacht. Ich möchte mich für das, was ich dir als Person und deiner Community angetan habe, entschuldigen. Ich weiß, dass es falsch war und ich weiß, dass ich dir damit geschadet habe. Ich möchte mich jetzt auch nicht bei dir einschleimen. Ich möchte dich regelrecht darum bitten, dass du mir verzeihst. Ich habe mein Konto auch direkt gelöscht, da ich gesehen habe, dass du sehr sauer bist. Kann ich auch nachvollziehen. Ich würde dich nur gerne bitten, dass du mir eine Chance gibst und mir verzeihst. Ich werde nie erfahren, ob du mir verziehen hast, da ich keine E-Mail dalassen kann. Vielleicht kannst du es mir auf einem anderen Weg mitteilen. Bitte lass es mich irgendwie wissen. Smiley. Ich möchte mich jetzt hiermit entschuldigen und wünsche dir viel Spaß auf YouTube und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Liebe Grüße, Name stand nicht drunter. Es kam dann direkt nochmal eine zweite Nachricht hinterher, dass ich ihm auf diesem Wege antworten könnte auch. Und das war eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Ich habe ihn auch angeschrieben. In meiner Mail stand so sinngemäß drin, dass, naja, ne, ist ja mit der Tür ins Haus gefahren, hat Unruhe reingebracht und ich kenne nicht mal seinen Vornamen und gut, das stand jetzt nicht mehr drin, das hätte ich lieber nachträglich noch gerne reingeschrieben. Also die Entschuldigung kann ich so nicht annehmen. So, ganz einfach. Weil normalerweise entschuldigt man sich persönlich, also wenigstens namentlich, ne? Ich habe ihm angeboten, er kann mich auf demselben Wege nochmal kontaktieren, wirklich auf demselben Wege, nicht, dass da jetzt irgendwelche anderen Leute ankommen und mir seine Rufnummer mitteilen. Dann können wir uns gar gerne mal telefonisch auseinandersetzen, weil ich hätte dann schon ganz gerne eine Stimme dazu. Ja, ich habe ja auch schon mal Mist in meinem Leben gemacht. Aber dann so nur eine SMS schicken oder eine Mail mit Sorry, das ist mir zu wenig an der Stelle. Das war kein Kavaliersdelikt. Das ist schon durchaus eine ernstzunehmende Sache, wenn man sich Mühe gibt, einen Kanal nachzumachen. Und das ist auch rufschädigend. Und da waren ja auch nicht die besten Kommentare bei. Und vor allen Dingen anderen Kanälen damit Strafanzeige zu drohen. So, das ist, ja, also
ne, also mindestens nach 186, 187 StGB ein Problem. Und da kann auch Freiheitsstrafe draufstehen. Oder zumindest eine größere Geldbuße, sage ich mal so. Man kann natürlich mit Identitätsdiebstahl noch viel schlimmere Sachen machen, wie Kreditkartenbetrug etc. Das würde dann auch richtig geahndet werden. Da gibt es sicherlich verschiedene Abstufungen. So, also insofern werde ich das jetzt so nicht verzeihen. Ich habe mir aber überlegt, und ich habe auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, wenn ich mir den Text angucke, jeder Satz fängt mit Ich an. Ausrufezeichen, auch relativ viele. Auch hier ein Smiley an einer, finde ich, relativ unpassenden Stelle. Ich würde da einfach mal draus ableiten, dass die Person vielleicht doch jünger war. Vielleicht 14, vielleicht 17, 18. Man kann auch noch mit 22 Dummheiten machen, man kann auch mit 40 Jahren Dummheiten machen, das ist ohne Frage. Ich würde aber einfach mal vermuten, dass das vielleicht ein Teenager ist. Und ansonsten würde man vielleicht auch nicht schreiben, ich möchte mich entschuldigen, weil wenn ich Mist gemacht habe, dann sage ich zu der Person, ey Mann, tut mir leid, ich habe da wirklich Mist gemacht. Also so ein aktives, es tut mir leid und nicht, ich möchte mich entschuldigen. Das ist nur eine kleine Redewendung. Das kann man, wie gesagt, ich habe da halt dran hin und her überlegt. Und so, von daher habe ich mir überlegt, dass ich die Anzeige zurückziehe und also ich habe mit meinem Anwalt gesprochen und gesagt, er soll das mal nicht weiterverfolgen, weil ich möchte auch jetzt nicht, also ich kann es auf der einen Seite nicht entschuldigen, auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht unbedingt einen Teenager, der wirklich einen ziemlich dummen Fehler gemacht hat, irgendwie da jetzt nachhaltig irgendwie auch was versauen. Das tut auch nicht Not. Und ein weiterer Grund, der mich auch dazu gebracht hat, ist folgender. Ich blende mal Firewatch Folge 15 ein. Tommy, ich denke mir mal, es ist okay. Wir kennen dich ja alle. Ihr seht nämlich hier neben diesem Kommentar, den ich vor 5 Stunden geschrieben habe, seht ihr mittlerweile ein kleines Häkchen. Das ist ein bestätigter Kanal. Und dieser Haken sollte jetzt neben allen Kommentaren, die ich wahrscheinlich auch rückwirkend, aber alle, die ich in Zukunft schreibe, sollte dieser Haken auftauchen. Und sollte irgendein Spaßvogel nochmal auf die Idee kommen, meinen Kanal nachzumachen, dann könnt ihr das daran sehen. Nur echt mit diesem Haken hier. Da steht bestätigt neben, das hat dann auch kein anderer. Und damit bin ich auch vor nach einem angefeilt und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz doll bei meinem Netzwerk The Alliance bedanken. Das beste Netzwerk überhaupt. Danke. So, und ja, und also beides in der Kombination, der Inhalt dieses Schreibens, der eventuell eine jüngere Person zulässt, zusätzlich zu diesem Häkchen, da denke ich mir, okay, dann wollen wir mal Nadel vor Rechte gehen lassen und streichen die Geschichte einfach mal. Ich wollte euch halt nur informieren, was jetzt daraus geworden ist. Und ja, aber allgemein muss ich sagen, das geht über einen dummen Jungenstreich hinaus. Das ist auch nicht lustig. Das fällt unter Identitätsklau und nicht nur, dass es sich nicht gehört, das kann auch mal übel ausgehen. So, andere reagieren dann da vielleicht auch anders, sag ich mal. Okay, jo, das war's für heute und dann wünsche ich euch viel Spaß und wie gesagt, Stream nächsten Mittwoch garantiert wieder. Ich hatte eigentlich jetzt Montag, Dienstag einen Tag Urlaub, weil die fangen ja an, das Haus energetisch zu sanieren und das wird ein halbes Jahr laute Baustelle werden und da werde ich in der Woche nicht mehr zu Hause bleiben können und man hat mir zugesichert, nein, die kommen erst am Montag, also am 7., am nächsten Montag. Ich wurde dann um 9 Uhr Montag früh aus dem Bett gehämmert und habe dann mal mit dem Polier gesprochen und er sagte, nö, wir fangen jetzt an, alles klar. So, und dann bin ich zur Arbeit gefahren und habe meinen Urlaub abgebrochen. Mein Chef hat es auch sehr gefreut. Und ja, jetzt, wie gesagt, war ich schon 2 Tage und die beiden Tage hatte ich aber im Prinzip schon verplant und dachte mir, ja, dann kannst du aufnehmen und dann kannst du auch in Ruhe streamen und es ist jetzt alles wie so ein Kartenhaus über mich zusammengefallen und ich kriege das einfach nicht hin. Und ich kriege es auch gerade nicht mehr hin, weil mir heute noch andere Sachen passiert sind, jetzt heute noch Vorlauf aufzunehmen. Insofern wird das jetzt ein paar Tage aussetzen, aber das erste DLC, spiele ich auf jeden Fall, denke ich mir, noch an.
Vielleicht alle vier nicht. Ich weiß auch noch nicht, wann das DLC rauskommt. Aber ich habe auch noch andere Sachen zu streamen. Und wie gesagt, vielleicht ist Freitag was. Dann gibt es vielleicht Grusel. Da habe ich auch noch einiges zu tun. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber würde technisch funktionieren. Zeitlich, theoretisch auch. Ich melde mich dann bei euch. Ich wünsche euch was. Tschüss.